Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 3 mit dem Arcade-Modus. Und wir werden heute nicht auf Easy fahren, sondern auf Hard. Und wir haben drei Rennen, die wir von dem bisher freigeschalteten noch nicht fertig haben. Und zwar Deep Forest Special Stage Route 5. Ich habe mal Special Stage Route 11 gesagt und dann wurde das direkt in den Kommentaren angemerkt. Special Stage Route 5 und Special Stage Route 11 ist eigentlich die richtige Bezeichnung. Auch im Englischen sagt man das so tatsächlich. Und wir haben Seattle. Und wir steigen einfach mal ein mit Deep Forest, was in Gran Turismo 7 in... Jetzt muss ich kurz überlegen. In der Schweiz verortet wurde. Tatsächlich. Und eine, wie ich finde, sehr geile Rennstrecke. Und ich finde die tatsächlich auch sehr viel cooler als... Komm, gehen wir mal in den Opel Astra. Let's go. Natürlich Racing. Ich finde die Version hier viel, viel cooler, weil du hast so einen schönen Flow einfach. Ich finde den Opel Astra einfach unfassbar geil. Das ist genau mein Ding. Vielleicht könnten wir den jetzt für die gesamte Folge verwenden. Wäre doch auch ganz nett. Ich finde es krass, dass ich gerade beim Kurvenausgang doch ein bisschen schneller bin als der CLK, weil ich habe jetzt eben noch das Gefühl, dass wir hier vielleicht ein bisschen... Ey! ...unterlegen sind. Gerade wo er mich gerammt hat, das hat mich an so ein Zitat erinnert von unserer früheren Discord-Gruppe. Und ich habe letztens mal so die Discord-Gruppe von einigen Freunden und mir dann auch mal ein bisschen durchstöbert, weil wir hatten da irgendwann einen Memes-Channel. Und das ist so... Es ist einfach Gold. Es ist pures Gold, wirklich, Leute. Also, das waren quasi die ganzen Leute, mit denen wir die 24er damals gefahren sind. Also Ava ist da nicht in der Gruppe gewesen, sondern die Leute, die alle aus Wiesbaden quasi ursprünglich sind. Also Timo, Sepp, Markus, Anton, Daniel, dann noch jemand, den ihr nicht kennen dürftet, Lukas. Und wir haben da einfach so viele Memes auch gehabt, das ist unfassbar geil. Zum Beispiel halt auch einfach so ein Clip, wo wir in Rainbow Six Siege gerade in der Verteidigerposition sind und ich möchte da irgendwas machen und dann hörst du nur so, oh, bumm. Und ich habe mich einfach, ich habe einfach mich verklickt mit der Tastatur und habe einfach eine Granate geworfen und das war so, oh, ja. Aber auch viele, viele andere geile Momente. Boah, ich überlege gerade, was man alles so verraten kann davon und was man alles sagen kann. Aber im Endeffekt... Ah ja, eine... Das sind jetzt noch nicht die lustigsten Sachen, die ich aufzähle. Aber zum Beispiel... wollte ich dann quasi irgendwas sagen, so abschließend. Ja, und mit dieser Information... Transfervolumen erschöpft, dann war mein Datenvolumen halt einfach leer. Und das sind so random Sachen. Die sind so random gekommen. Also, das ist schon extrem cool, einfach sich diese Erinnerungen, die man über Jahre quasi gesammelt hat, dann wieder ins Gedächtnis zu rufen. Oh, eine Szene war dann auch super. Das ist das 2017er Bathurst 12-Stunden-Rennen gewesen. Ich sag immer Bathurst, das ist aber Bathurst. Auf jeden Fall war dann BMW M6, glaube ich, mit so einer hochgeklappten Motorhaube. Und da steht so einer, also Boxendurchfahrt, links muss er einbiegen, rechts ist halt so ein Typ, der so ein Schild hochhält mit so einem Pfeil, so ey, hier musst du rein. Und dann meint der Markus so in der Gruppe so, ja, das Schild sieht er bestimmt. Das war einfach nur Zucker, weil... Das ist so ein passender Kommentar gewesen, weil man sich auch denkt so, ja, it's actually true. Man hört auch einfach nur, wie wir anfangen, alle loszuprusten und loszukichern. Einfach grandiose Momente, also... Wir haben auch früher alle quasi Nvidia Shadowplay angehabt. Hier dieses
Alt-F10-Feature. Also, dass du quasi die letzten paar Sekunden, oder du kannst halt selbst entscheiden, wie viel, du kannst auch die letzten 5 Minuten machen, dass du die halt nochmal als Clip speichern kannst. Ah, es ist einfach super gewesen. Es war wirklich, wirklich toll. Aber das Problem ist halt, das ist wie so vieles im Leben irgendwann einfach ja, ins Nichts übergegangen, jetzt mal ganz philosophisch gesprochen. Mir mal ganz realistisch gesagt, es hat sich einfach irgendwann, oder man hat sich irgendwann einfach ein bisschen auseinandergelebt. Das ist super, super schade, wenn man so drüber nachdenkt, weil man hat halt echt viel Zeit verbracht miteinander und es ist irgendwie immer schade, wenn man mit Leuten, mit denen man sich immer super verstanden hat, irgendwie ja kaum noch Kontakt hat, aber in so einem Fall ist es dann halt auch irgendwo normal. Da gibt's halt jemanden, der, keine Ahnung, der hat Freundin und Kind oder was auch immer. Das sind jetzt so Beispiele, es ist jetzt nicht auf die Menschen vielleicht spezifisch bezogen. Da gibt's halt die Situation, dass irgendwie mehrere Leute irgendwo hinziehen, ja, dann hat man ohnehin weniger Kontakt miteinander. Und ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel auch jemand gewesen, der jahrelang sehr, sehr verkopft in seiner Arbeit war. Und ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht an so vielen Abenden irgendwie. Ja, ich habe mir halt selten freigenommen oder so. Und gut, da hat man auf jeden Fall mit den Kids nochmal gequatscht und so auch immer wieder. Aber irgendwann war es schon so ein bisschen, dass man vereinzelt mal gesagt hat, so, ja, ich kann vielleicht nicht. Und hat stattdessen dann Sachen einfach aufgenommen oder so. Ich meine, hat sich auch irgendwo teilweise gelohnt und irgendwo muss man ja auch arbeiten. Und ich meine, bei mir ist es halt irgendwo abends, wenn ich zum Beispiel was streame, während halt die anderen irgendwie mittags oder tagsüber halt arbeiten. Und das ist dann manchmal eh ein bisschen doof. Ja, und ist halt aber immer schade, weil gerade wenn du auch viele so super lustige Momente hast, dann ist es halt so, ja, blöd gelaufen einfach, ne? Klingt jetzt sehr salopp formuliert, aber was willst du sagen? Special Stage Route 5. 5, Leute, 5. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber ey, das ist wie mit so vielen im Leben, ne? Interessen ändern sich, irgendwie Leute, mit denen du dich unterhältst, verändert sich, deine Lebensumstände verändern sich. Es ist halt super, super viel, was da stattfindet. Ich hatte ja auch letztens mal in irgendeinem Video thematisiert, dass ich zum Beispiel aus meiner Schulzeit im Prinzip kaum noch jemanden kenne. Also Markus ist halt jemand, den ich aus der Oberstufe kenne, den Anton, den Batzmann Anton, den kenne ich halt quasi seit meiner Grundschulzeit. Also den kenne ich halt sogar noch länger dann. Ansonsten Marco, ich überlege gerade, wo hat man Marco denn in Videos hin und wieder mal miterlebt? In League of Legends zum Beispiel. Ja, Marco auch noch aus der Oberstufenzeit quasi. Aber sonst ist da quasi kaum noch eine Verbindung. Das ist super, super crazy, wenn man so drüber nachdenkt. Und aus der Uni-Zeit habe ich im Prinzip nur noch einen Mate, mit dem ich dann immer wieder quatsche. Da haben wir uns sogar letztens mal getroffen in Wiesbaden auf eine Pizza. Und haben dann mal ein bisschen gequatscht. Der hat auch ein Geschenk für mich. Und zwar hat er gemeinsam mit einem seiner Professoren publiziert. Also er hat an einem der Kapitel mitgearbeitet von einem Werk, das da erschienen ist, und das fand ich sehr, sehr krass. Also der ist sehr, sehr tief in, also der hat erst gemeinsam mit mir quasi Wirtschaftswissenschaften Schwerpunkt Economics studiert, also VWL. Ist halt immer super lustig, wenn du sagst, wenn jemand sagt, was studierst du? Ja, ich studiere Economics mit Schwerpunkt Economics und habe als Fach Economics, so Volkswirtschaftslehre und so. Das ist immer super, super geil.
dann hat er angefangen, Politik auch noch zu studieren und dann hat er... Boah, jetzt weiß ich nicht, wie der Studiengang heißt. Soziologie hat er dann auch noch studiert, glaube ich jetzt. Und er macht jetzt auch irgendwas auf Master oder möchte das machen. Muss gucken, ob das alles finanziell dann hinhaut. Schlägt auf jeden Fall einen super akademischen Weg ein und so. Ist halt richtig, richtig crazy. War auch immer schon engagiert, was so Studentenjobs angeht. Also absoluter Respekt da an der Stelle. Und ja, mit dem hat man sich da mal wieder getroffen, hat über verschiedenste Themen gequatscht. Und da merkst du halt aber auch, dass wenn du jemanden länger schon nicht getroffen hast, vielleicht auch schon länger nicht mit der Person geredet hast, weil wir haben immer auch so ein bisschen das Faible gehabt, auch viel zu lange Sprachnachrichten aufzunehmen, deswegen haben wir uns auch irgendwann darauf geeinigt, dass wir Sprachnachrichten kurz halten oder gar nicht machen. Aber auf jeden Fall haben wir auch irgendwie lange nicht mehr gequatscht und du merkst dann aber trotzdem, sobald man sich mal wieder trifft, es funktioniert einfach wieder. Es passt wie die Faust aufs Auge. Man kann sich einfach sehr, sehr gut unterhalten und das macht so ein Wiedersehen auch einfach sehr, 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 sehr angenehm und da hatte man auch sehr viel Spaß miteinander. Nee, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. War ein sehr entspannter Tag damals. Ich weiß auch, dass ich an dem Tag so ein bisschen auch mal mir aneignen wollte, im Regen zu fahren, weil ich bei so schwierigen Bedingungen eher es ein bisschen gescheut habe zu fahren und da habe ich mir halt gedacht, okay, Wiesbaden regnet es gerade sehr stark, ich probiere mich mal einfach so ein bisschen aus, Sport Plus Modus im Corsa reingeballert. Ich weiß, es klingt jetzt sehr lächerlich, aber Sport Plus Modus ist halt so, Gasannahme ist halt sehr, sehr plötzlich beim Auto, es ist sehr schlecht gebalanced, also die Kurve ist wirklich unfassbar steil einfach nur. Die Leistung kommt schlagartig. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, so kann man da wahrscheinlich ganz gut lernen. Ey, keine Sorge, ich bin ja jetzt nicht mit 80 durch die Innenstadt in Wiesbaden gefahren. Waren 120. Nein. Aber es war auf jeden Fall so eine Möglichkeit, dass ich mich bei der ein bisschen in die Stadt wage und da nochmal gucke, wie sich da so alles anfühlt, weil ich halt eigentlich so schlechteres Wetter lange Zeit vermieden habe, aber irgendwann kommst du nicht mehr drum rum und dann musst du eigentlich auch mal dich bei solchem Wetter raustrauen, also wenn du irgendwie einen dringenden Termin oder sonst was hast. Und natürlich, wenn du dich an ein schnelleres Auto gewöhnen willst, das ja jetzt in Zukunft geplant ist. Ich muss ja sagen, ich nutze jedes Gerät, was ich hier aktuell nutze, ganz gern. Also das umfasst zum Beispiel eine Evermedia Capture Card, das umfasst ein Elgato Cam Link, wo ich meine 4 Kameras angeschlossen habe, die hier im Raum chillen. Aber eine Sache wirbelt dich in den Kopf. Liebe Leute von Elgato, warum kriege ich, obwohl ich immer wieder drücke, diese Version überspringen, von 2 oder 3 eurer Programme immer wieder eine neue Version von, jetzt gerade, Camera Hub ist verfügbar. Nee, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich nutze die App, glaube ich, nicht mal. Ich könnte die jetzt sofort deinstallieren, weil ich habe halt überlegt, ob ich mit Camera Hub eventuell... Ich hatte mit Camlink irgendwie Probleme beim Verbinden meiner Kameras. Und da habe ich überlegt, kannst du das eventuell damit ein wenig beheben? Ja, nee. Aber seitdem chillt die Software da und ich sollte die auf jeden Fall löschen. Das ist ja eh immer das Schlimmste. Wenn du irgendein technisches Problem hast, du hast keine Ahnung, woran es liegt. Aber das Problem ist einfach da. Du denkst jedes Mal aufs Neue. Dear Lord, bitte. Bitte funktionier doch einfach. Das hatte ich ja Ende letzten Jahres so häufig, ja. Das war wie verhext. Ich habe mir eine neue... Und
doch, das war Ende letzten Jahres, als ich mir eine neue Grafikkarte geholt habe, die 4090. Die wollte nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, oder ich sag mal so, die hat teilweise bis zu 5 Minuten zum Booten gebraucht. So der Durchschnitt war ungefähr 2 bis 3 Minuten zum Booten. Ein, zweimal ging es auch schnell, aber wie gesagt, der Durchschnitt liegt bei 3 Minuten und wenn du es nicht kalkulieren kannst, dann kannst du auch nicht sagen, ja komm, dann setzt du für 3 Minuten Tee auf oder so. Und 3 Minuten ist halt eh eigentlich nicht optimal, weil wenn du jetzt irgendwie Probleme in der ACC hast, im Endurance-Rennen oder in iRacing oder sonst was, und du startest den PC neu, dann musst du halt 3 Minuten warten. Das ist nicht gut. 3 Minuten können halt Rennen entscheiden und das uns sehr, 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 sehr deutlich sogar. Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, baue ich aus. 2, 3 Tage später, so dieses klassische Ding, oder 1, 2 Tage später, oder ein paar Stunden später vielleicht. Ja komm, ich baue sie nochmal ein, vielleicht geht's jetzt. Eingebaut, Bildschirm komplett schwarz geblieben. Ein paar Stunden später nochmal eingebaut. Alles funktioniert. Vor dem zweiten Versuch, wo alles schwarz geblieben ist, hatte ich sogar Windows neu aufgesetzt und so weiter und so fort. Ich habe viele, viele Sachen gemacht. Ich habe sogar zwischendurch versucht, einfach mehrere Monitore dann abzustecken und einfach nur einen Monitor dran zu haben und sonst was. Nichts hat in irgendeiner Form geholfen. Beim zweiten Mal, wie gesagt, mit komplett frischem Windows und so weiter und so fort. Alles gemacht, was man nur machen kann. Nee, Bild geht gar nicht an. Und beim dritten Mal Booting-Zeiten oder Boot-Zeiten, alles entspannt. Und ja, ist halt gerade alles Paletti, alles Tutti. Selbiges mit dem Fanatec-Lenkrad, was ich hier vor mir habe. Ich hatte ja eine Weile lang ein Fiepen mit angeschaltetem Lenkrad, mit eingeschaltetem Lenkrad im Mikrofon. Dann habe ich halt überlegt, woran könnte es liegen, und dann kam so ein bisschen die Vermutung auf, hier in meinem Mod-Bereich, so hey, vielleicht liegt es halt irgendwie am Netzteil. Könnte ein Kabelbruch sein. Da dachte ich mir so, haha, das ist doch die perfekte Idee, jetzt das Stromkabel vom Netzteil aus quasi einmal zu ersetzen. Und ich hatte hier halt nochmal ein, ja, vom Aussehen her identisches Thrustmaster-Stromkabel. Und das habe ich dann ins Netzteil, ans Netzteil dran gesteckt und habe das dann in die Steckdose getan. Ende vom Lied. Lenkrad sprang nicht an. Zurückgewechselt auf Fanatec-Kabel. Lenkrad springt nicht an. Panisch auch schon im Discord und auf Twitter rumgefragt, ob jemand ein Ersatzlenkrad, Ersatznetzteil hat oder ob jemand quasi über die Feiertage, weil das war kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten oder vor Weihnachten, kann beides gewesen sein. Auf jeden Fall rumgefragt, so hey Leute, kann jemand quasi ein DD oder halt nur das Netzteil von mir aus entbehren? Und achso, warum sage ich, das war kurz vor den Feiertagen? Erst ab oder nach Neujahr wurde wieder was verschickt von Fanatec. Dementsprechend hätte ich so 3, 4, 5 Tage entweder mit dem CSLDD auskommen müssen oder halt einfach meine F1-Videos zum Beispiel pausieren müssen. Ach, long story short. Ein paar Stunden später ging einfach alles wieder. Ich habe so eine Stunde oder so gewartet und dann habe ich mir gedacht, ich schließe da nochmal das Stromkabel an. Funktioniert. Ich war so verwirrt. Ich war so verwirrt. Ich war noch nie so verwirrt, glaube ich. Ist halt aber auch einfach cool, wenn etwas dann wieder klappt. Ja. Bis dahin kostet es dich ein bisschen Nerven, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Aufwand. Aber dann funktioniert es wieder. Ich habe ja vor, unmittelbar bevor ich diese Folge aufgenommen habe jetzt, oder aufnehme, habe ich Folge 40 aufgenommen vom Let's Play. Und da spreche ich auch zum Beispiel über das Thema, wenn etwas ungewiss ist. Und für mich war das halt genau so eine Phase so. Oder für mich ist es so ein perfektes Szenario, was diese Ungewissheit einfach umschreibt oder beschreibt. Wenn du halt eben zum Beispiel sagst, hey, keine Ahnung, ob mein Lenkrad jetzt noch funktionstüchtig ist oder nicht. Wenn du halt so ein Szenario hast,
dann ist halt unlucky. Und dann sitzt du auch da und denkst dir, wird das jetzt funktionieren oder nicht? Oder wie lange hält das jetzt? Dasselbe ist mit meiner Grafikkarte, dass ich mir halt gedacht habe, so, okay, ist da jetzt alles tutti, tutti, tutti? Und man hatte ja eh schon mal bei der 4090 über dieses Thema was gehört bezüglich der Kabel, die nicht geknickt werden sollen. Also für die Leute, die es nicht wissen, es gibt halt mittlerweile jetzt, es gab bei den Grafikkarten immer so einen Power-Anschluss quasi, also einen Strom, oder nicht Strom, sondern der halt Stromversorgungsanschluss, sagen wir es mal so. Und da hat jetzt Nvidia quasi einen neuen Stecker, aber darauf sind halt nicht alle Netzteile zum Beispiel ausgelegt und die alten Netzteile, da musst du die Dinger halt, da musst du quasi das in einen Adapter packen und dann führen quasi die drei Kabel zu einem Kabel zusammen. Und bei Nvidia selbst scheint es da wohl, wenn auch nur sehr vereinzelt, ein bisschen Probleme zu geben. Und da dachte ich so, okay, wenn du eh schon eine etwas problematische Grafikkarte hast, vielleicht, ich meine, die funktioniert jetzt blendend, die macht absolut keine Faxen. Aber da dachte ich mir, okay, könnte es sein, dass es kurzfristig könnte es sein, dass es gegebenenfalls einfach mal ein kleines Problemchen ist. Ja, dass das jetzt auch heißt, dass andere Probleme mit höherer Wahrscheinlichkeit bei dir auftreten, aber alles entspannt. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gechillt mittlerweile, was sowas angeht, und das war gut. Das war sehr, sehr gut. Ich find's krass, wie gut der Astra einlenkt. Also ich habe da einfach nur gelenkt, ich habe noch nicht mal gelupft. Ich bin voll auf dem Gas geblieben. Trotzdem war das Auto perfekt in der Linkskurve drin. Alles super. Da sind die. Ja, gar nicht mal so enorm weit hinten, aber weiter hinten als in den letzten Malen. Die letzten Rennen waren die echt sehr, sehr nah dran. Ja, und wie mir mitgeteilt wurde, gibt es hier wohl auch einen krasseren Schwierigkeitsgrad, den man über einen Cheatcode freischaltet. Schaltet man denn dann auch noch weitere Sachen hier im Arcade-Modus frei? Ja, nein? Falls ja, wäre es interessant, auch wenn ich sagen muss, es ist mittlerweile eigentlich zu spät, als dass ich mich da nochmal komplett durch alle Arcade-Strecken, die wir jetzt schon durchgenommen haben und jetzt auch vielleicht heute Abend noch durchnehmen werden, durchwurschtel. Aber wäre einfach interessant, das zu wissen. So, wir sind beim neuen Set der Strecken angekommen. Wir haben ja Teststrecke schon gehabt. Und jetzt haben wir 6 neue Strecken. Tokio rückwärts, Grand Valley Speedway rückwärts. Nee, Raceway. Nee, Speedway. Warum heißt das Ding Speedway? Rome Circuit, Tahiti Maze und Apricot Hill. Apricot Hill? Hatten wir bis jetzt noch gar nicht? Interessant. Okay, dann gucke ich erst in der B-Klasse, was wir Neues haben. Da habe ich es ein bisschen versiebt, vernünftig rüber zu scrollen. Ist irgendeiner von euch neu? Nee, ne? Du könntest neu sein. Ja, I don't know. Der Erik sagt es neu. Das definitiv. Der ist aber eigentlich doch zu schwach für dieses Umfeld. Oder? Und vielleicht haben wir ein neues Auto in der S-Klasse. Oh ja, den Gillette Vertigo. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie gut sich das Auto fährt. Das hat einen sehr kurzen Radstand. 2,34. Mal kurz gucken. Wie viel haben wir hier? Ja, 23 cm weniger als hier. Das könnte für ein recht wendiges Auto sorgen, aber auch eventuell für ein etwas unruhiges Auto dementsprechend dann auch.
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir jetzt mit dem Opel Astra nicht irgendwie Konkurrenz im Sinne von 787B und Co. haben. Das war so ein bisschen meine Befürchtung, nachdem wir zuletzt ja schon in der Dodge Viper GTSR hier mal so richtig krasse Konkurrenz hatten. Muss aber leider sagen, ich glaube, ich werde nach diesem Video schlafen gehen. Wir haben 2 Uhr etwa, was für mich persönlich eigentlich noch nicht so spät ist, aber es ist auf jeden Fall eine Uhrzeit, wo ich schnell den Schnitt von dem anderen Video anspeisen kann gleich. Von dem, was... also von Folge 40. Weil das kommt jetzt zum Aufnahmezeitpunkt morgen. Um 12 Uhr und da kann ich dann einfach easy peasy das Video jetzt schnell schnibbeln. Einmal vorne, einmal hinten. Schlafen gehen und morgen mache ich dann einerseits das R-Factor First Look Video. Ich möchte mir auch mal R-Factor 2 anschauen. Und dann kann ich weiter Gran Turismo 3 spielen. Und dann alle weiteren Videos aufnehmen, die so anstehen. Ich bin ja aktuell eh so ein bisschen in einer leichten Content Experimentierphase. Was ja insbesondere dadurch jetzt auch begünstigt wird, dass ich das so auch stark machen kann und auch machen möchte. Ich bumpdraft ihn mal so ein bisschen. Ich glaube, das bringt uns allgemein ein bisschen von dem ein oder anderen Fahrzeug weg. Sorry. Das Ding ist ja, ich habe da schon mal in dem 2-Stunden Trial Mountain Event so ein bisschen drüber gesprochen, dass man halt auch hin und wieder ein bisschen auch auf die Zahlen gucken sollte vielleicht, wenn es halt eben dein Job ist, ja. Und ich habe ja auch schon mal angesprochen, dass es halt vielleicht auch ein bisschen schwierig ist für einen, wenn du halt einfach siehst, hey, keine Ahnung, du verdienst zum Beispiel gerade nur ein Drittel dessen, was du verdienen könntest. Ich glaube, da wird niemand irgendwie sich jetzt denken, so, boah, ist das furchtbar, diese Denkweise. Ich glaube, es ist irgendwie natürlich, dass man sagt, ey, wenn du quasi nur 2-3 Stellschrauben irgendwie ein bisschen drehen müsstest an 2-3 Stellschrauben, und du könntest das Dreifache irgendwie verdienen, das wäre doch irgendwie, da würde doch jeder quasi eigentlich mitmachen. Und ich habe jetzt quasi auch ein bisschen überlegt, wie ich gegebenenfalls dann auch mir selbst das Leben ein bisschen leichter machen kann und eventuell auch nochmal, ich sage jetzt sehr oft eventuell, F1-22 nochmal eine Chance geben könnte. Ja, werte Damen und Herren, ihr hört es hier first oder für euch wird es dann noch ein bisschen später sein, wobei ich habe es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal angesprochen. Ich überlege tatsächlich jetzt F1-22 wieder eine Chance zu geben. Vielleicht mit so einer Grip-Mod, wo ich auch irgendwie immer wieder mir dachte, so, boah, das teste ich jetzt mal schön privat für mich, aber warum nicht zum Beispiel auch dazu mal ein Video machen? Das ist vielleicht ja auch für andere Leute, die Probleme mit dem Spiel haben, interessant. Vielleicht sagt man da, boah, cool, das hole ich mir auch. Wenn Dave das gut zusagt, mir würde das vielleicht auch zusagen. Vielleicht finden manche Leute ihren Spaß wieder mit dem Spiel und es wäre an für sich interessanter Content. Ja, so habe ich früher nie gedacht, weil so habe ich halt, ich habe halt früher immer so sehr steif oder vor kurzem auch noch sehr steif in Formaten gedacht, so, boah, das muss ich privat testen für die Karriere. Und jetzt denke ich mir so, warum nicht einfach direkt ein Video machen? Hilft im Zweifelsfall den Leuten weiter und du, wenn ich es irgendwo im Nebensatz erwähne, werde ich eh 100-mal den Kommentar bekommen, Dave, wo hast du die Mod her, welche Mod ist das und so weiter und so fort. Also warum nicht komplett sofort thematisieren und einfach allen Leuten, die eventuell offene Fragen dazu haben, auch diese Fragen sofort mit beantworten. Ja, und das werde ich mal probieren. Ein Schritt ist auch zum Beispiel, dass ich 25% Rennen plane. Das ist ja auch etwas, was ich für F1 2020 ja jetzt gemacht habe. Ich finde, am Ende fehlt da nicht viel. Ja, da kann ich aber stattdessen einfach so 7, 8, 9 Runden Rennrunden Leerlauf rausschneiden für mich, was sehr angenehm ist, weil du dann
10 bis 15 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weniger sinnlos durch die Gegend fährst. So. Ich meine, früher habe ich das extrem appreciated, ja, dieses Thema konstant fahren, wirklich nach und nach das Momentum aufbauen, aufholen zu einem Gegner vielleicht auch mal und so, aber mittlerweile muss ich sagen, gibt mir das halt nicht mehr viel, wenn du das über so einen langen Zeitraum machst. Und wenn ich auch zum Beispiel gecuttete Videos mache, dann ist es halt auch so, das Video machen unterhält mich dann halt nicht über die eine Stunde ungefähr. Ich sitze dann da nach so 35, 40 Minuten, wenn quasi schon in den meisten Fällen alles klar ist im Rennen, und denke mir so, okay, ich mache mir schnell noch einen Podcast an, irgendwie im Hintergrund, bevor mir jetzt langweilig wird oder so, damit ich nicht einschlafe. Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz dringendes Signal, dass man da was ändern muss, und ich denke mal, dass wir da auf einem guten Weg sind. Beim F1 22 zocken ist es, glaube ich, eine ganz hilfreiche Sache, weil wenn du ein 25% Rennen fährst und es passieren irgendwie komische Sachen, dann musst du, dann kannst du auch im schlimmsten Fall, ja, einfach das Rennen neu starten oder so, wenn irgendwas ganz, ganz blöd läuft. Und dann hast du nur eine halbe Stunde Lebenszeit ins Sand gesetzt, statt eine Stunde. Oder so. Keine Ahnung. Oder, es kann auch durchaus ein paar Effekte wieder abschwächen. Zum Beispiel, für die Leute, die F1 22 auf dem Uncut-Kanal hier verfolgt haben. Mein letztes Rennen da war ja im Williams im Regen. Und da war es ja so, dass die Regenbedingungen sich drastisch verschlimmert haben. Auf den Intermediates war es quasi schon, oder für die Intermediates war es zu nass. Ich konnte nicht die Pace mitgehen von der KI, die auf Intermediates geblieben ist. Warum auch immer, ja. Die KI hatte viel mehr Grip auf den Inters plötzlich. Und die KI, die auf Wets gewechselt ist, weil man könnte ja einfach sagen, ja, Dave, wär's doch auf Wets gewechselt. Die KI, die auf Wets gewechselt ist, die hat den Abstand zu den Intermediate-Fahrern nie wieder zufahren können. Und es waren ganz klar Wet-Bedingungen. Und ich habe irgendwann, also am Anfang konnte ich auf Intermediates gut mithalten, und irgendwann habe ich 6-7 Sekunden pro Runde auf den Intermediates verloren. Und das war für mich dann das letzte Rennen. Aber wenn wir jetzt quasi das in einem 25% Rennen hätten, dann muss man auch ganz blöd einfach mal sagen, dann sind das vielleicht 5 Runden. Dann lässt du das einfach mal kurz über dich ergehen, statt dass es so 10, 15, 20 Runden sind. Und dann ist auch gut. Oder wie gesagt, im schlimmsten Fall, wenn dich das so sehr nervt, startst du das Rennen neu, machst die KI um 5 Stufen runter, rockst in der ersten Rennhälfte vielleicht, und in der zweiten Rennhälfte verlierst du dann halt wieder alles. Ist okay. Hauptsache, du kannst es dir selbst balancen, und bei 30 Minuten, wie gesagt, das ist schon, das passt schon. Und bei 25% Rennlänge habe ich noch einen Schmankerl, das ihr dann wahrscheinlich schon gesehen haben werdet. Vielleicht wird das erste Rennen der Saison immer dann in einem Einzelvideo sein, aber ich plane tatsächlich 2 Rennen pro Video zu machen. Ich erinnere mich immer wieder mal auch an die Ursprünge zurück. So, ich habe in F1 2015 damals angefangen. Ich habe ein Rennen bei 50 Minuten. Also es war noch so die Zeit, wo viele Let's Player auch so 15 Minuten Videos hochgeladen haben, und ich dachte mir, boah, eine Stunde oder 50 Minuten hochladen, das ist doch viel zu viel. Und dann habe ich halt immer die Rennen in 2 Teile geschnitten, die 50% Rennen. Und habe dann gesagt, so Leute, teilen das quasi in 2 Teile auf. Habe ich relativ schnell verworfen. Das ist lustig, wenn du von, wir machen ein Rennen in 2 Videos, hingehst zu, wir machen 2 Rennen in einem Video. Was im Endeffekt, glaube ich, auch ganz cool ist, weil dann hat man auch etwas längere Videos, kann sich dann auch über längere Videos freuen, und man hat 2 Rennen drin. Und die Karrieren dauern im Zweifel halt wirklich nicht, keine Ahnung, 22 Videos lang oder so. Wie viele Rennen waren es letzte Season? 21? Die dauern nicht 22 Videos lang, sondern einfach im besten Fall dann 11 Videos. Und alles ist entspannt. Leute, ich hoffe, ihr wart bei dieser Folge auch sehr entspannt. Wenn du so ist, lass genau nach oben da gerne ein Abo raus, auch beim nächsten Mal. Dabei sind wir bis zum nächsten Mal.